Ich komme aus einer Familie, die sehr bodenständig ist. Energiearbeit, Spiritualität war kein Thema bei uns zu Hause. Und ein Großteil meines Lebens war das auch so. Ich hatte eine gute Ausbildung, ich bin zur Universität gegangen, ich hatte einen ganz normalen Job, habe gutes Geld verdient. Nur eines hatte ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, glücklich oder zufrieden zu sein. Und das wurde mir ganz deutlich bewusst, aber ich wusste nicht, wie ich es ändern könnte oder sollte. Ich hatte dann mit einer guten Freundin gesprochen und die empfahl mir, zu einem Menschen zu gehen, der eben Energiearbeit machte. Nach der ersten Sitzung mit diesem Menschen habe ich aber festgestellt, wie sich Dinge plötzlich um mich herum veränderten. Und von diesem Menschen bin ich zu einem Lehrer gekommen und habe dann das kennengelernt, was die Inka-Tradition ist. Die Inka-Tradition sagt dir nicht, was richtig und falsch ist. Sie gibt dir ein einziges Gebot an die Hand. Wir nennen das Aini. Und Aini heißt, was du tust, kommt in diesem Leben verstärkt zu dir zurück. Wenn du das einmal so sehen kannst, wirst du dein Verhalten danach ausrichten, mehr von den guten Dingen im Leben zu erhalten. Und damit fängst du an, eine ethische Haltung einzunehmen. Alle Tools, die du lernst, kannst du in deinem täglichen Leben einsetzen. Du bist sogar in der Lage, Magie in dein Leben zu bringen. Du musst weder hellsichtig sein, noch feinfühlig sein. Alles, was du nur tun musst, ist ab und an diese Übungen zu wiederholen. Und dann merkst du, wie Dinge in deinem Leben sich verändern. Daher nennen wir die Inka-Tradition auch spirituelle Kunst. Ich habe das Leben, was ich mir immer gewünscht hatte. Und vor allem, ich liebe, was ich tue. Ich finde, ich habe den besten Job der Welt, weil ich es liebe, mit Leuten zu reden, um mich auszutauschen. Kommunikation ist für mich unglaublich wichtig. Und mein Leben ist nicht immer easy peasy, aber zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass all das, was mir passiert, ich Einfluss drauf habe, ich verändern kann. Ich habe Mitspracherecht im Leben. Und das gefällt mir unglaublich gut. Ich glaube, dass die Welt eine andere wäre, wenn mehr Leute die Tools anwenden würden und diese Kraft spüren würden, die diese Tradition gibt.